Ich begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die Woche vom 29.01. bis zum 4.02. Und schon landen wir im Februar. So schnell geht das. Wir haben einmal die Hauptenergie für unsere Legung. Aus dem Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, da haben wir die Karte Reparaturarbeit. Sage ich gleich was zu, sage kurz was zur Legung. Der Hauptteil der Legung besteht aus der oberen Reihe und der unteren Reihe. Die obere Reihe, beide aus dem Tarot gezogen, ist eine Reihe, die eine Entwicklung aus der Vergangenheit repräsentiert oder hier aufzeigt, auf der die potenziell mögliche Entwicklung der Woche beruht. So einfach ist es. Und das war's. Dann gucken wir mal, was wir hier bekommen. Für dich noch kurzer Blick in die Infobox zeigt dir, dass du da wie immer unter anderem den Link zu den Kanalmitgliedschaften und zu den privaten Legungen findest, aber auch noch einige mehr. Guck da vielleicht einfach mal vorbei. So, und wir fangen jetzt mit der Legung an. Ich wollte gerade schon aus dem Tarot ziehen, aber gehen ja immer erstmal hierauf ein natürlich. Die Karte Reparaturarbeit. Du guckst, dass du dich entspannt hinsetzt oder hinlegst und das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Ich habe das Gefühl, es ist wie, als ob ein Knoten geplatzt ist, etwas verstanden wurde und man sagen kann, okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt habe ich innerlich einen Plan, jetzt weiß ich, was ich machen muss, um Dinge zurechtzubiegen, um Dinge gerade zu biegen oder um in einem bestimmten Punkt überhaupt weiterzukommen. Das ist erstmal das, was ich so hinter dieser Karte wahrnehme. Und dann ziehe ich jetzt aber erstmal beide Reihen aus dem Aquarelltarot und dann werden wir sehen, wenn alles liegt, werden wir natürlich in die Deutung kommen. Erste Karte der oberen Reihe, die 9 der Schwerter für Sorgen. Dann haben wir die 4 der Münzen für sich schützen, kann das mal stehen, aber auch mal an etwas klammern. Dann haben wir die 5 der Schwerter für Denken, Fühlen, Handeln aus emotionalen Verletzungen raus. Und dann kommen wir in die nächste Reihe. Da haben wir die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche für eine sehr erfüllte Beziehung. Also hier haben wir die potenzielle Entwicklung der Woche. 10 der Kelche, eine erfüllte Beziehung. Die 9 der Stäbe, ein Sorge haben, erneut verletzt zu werden und dabei gegebenenfalls auch Grenzen hochziehen oder irgendwelche oder sich zu schützen. Und dann haben wir die Mäßigung, das Händeln großer Gewichte, ohne das Gefühl, überfordert zu sein. So, jetzt gucken wir in die 9 der Schwerter, die 4 der Münzen und die 5 der Schwerter natürlich zuerst. Die 9 der Schwerter sind ein bisschen hoffnungslos. Da habe ich das Gefühl, da warst du an einem Punkt, in dem du irgendwie nicht weitergekommen bist bei dir. Dich vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig gefühlt hast. Ich ziehe mal zwei Lenormand-Karten dazu. Wir haben den Ring für eine Beziehung oder für Beziehungen, das werden wir sehen. Und dann haben wir die Wege für unterschiedliche Wege oder auch für eine Entscheidung. Machen wir so. Der Ring ist schon eine bestimmte Beziehung und die Wege, ist auch dieses Fragezeichen, in welche Richtung soll ich gehen. Das ist auch ein bisschen bei den 9 der Schwertern, da sind irgendwie so, es ist wie zwei Gefühlswelten oder zwei Möglichkeiten in den Gefühlen. Warte mal. Ja,
Ja, man weiß hier nicht, in welche Richtung kann es weitergehen. Irgendwas ist hier, wir werden gleich mal gucken, was der Rest so sagt. Und hier hatte ich ja auch schon gesagt, ist das Gefühl, es ist ein Knoten geplatzt. Und hier haben wir aber diesen Knoten noch. Ich gucke mal in die 4 der Münzen. Ja, ich kann mich auf das berufen, was ich irgendwie in mir habe, wo ich auch Wissen in mir habe, aber ich merke, dass ich damit irgendwie nicht weiterkomme. Das sind die 4 der Münzen. Irgendwie komme ich nicht weiter. Ich ziehe da auch noch mal 2 Karten zu. Hier haben wir die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen. Also im Großen und Ganzen steht die für ein nicht ganz frei fühlen können oder sehr unfrei auch mal. Und dann haben wir die Sonne mit Durchbruch, mit Erfolg. Ich habe das Gefühl, die Schlange ist ein bisschen, zeigt den Zustand auf, in dem du irgendwie in deiner Komfortzone warst, in dem du irgendwie gesagt hast, so kenne ich die Welt und so kenne ich das alles, aber weiter komme ich nicht, wo du da irgendwelche Grenzen hattest. Das ist irgendwie, das ist die Schlange und mit der Sonne musstest du dich aber weiterentwickeln. Das ging nicht anders, da hat dich das Leben irgendwie zu aufgefordert. Du musstest Lösungen finden und die haben sich ja auch gefunden. Da ist etwas in die Ruhe gekommen, da musstest du dich weiterentwickeln. Ich würde mal fast von diesem geplatzten Knoten sprechen, weil sich das hier so anfühlt, den ich hier wahrgenommen habe, dass der mal irgendwie gewesen ist. Aber jetzt gucken wir in die 5 der Schwerter. Und die 5 der Schwerter ist ja ein Denken, Fühlen, Handeln aus emotionalen Verletzungen heraus. Also auch anderen gegenüber. Selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und ich habe das Gefühl, dass hier sehr viel Klarheit reingekommen ist und dass da eine Ruhe reingekommen ist. Und dass man sehr, sehr viel verstanden hat. Mit den 5 der Schwerter können wir rein Interesse halber mal gucken, ob wir hier auch noch was Differenzierendes bekommen. Hier haben wir den Anker, der kann für was Berufliches stehen, aber auch den Anker an der richtigen Stelle setzen oder an der falschen. Und dann haben wir die Mäuse für Ängste, Sorgen, Verluste. Ja, etwas, wo man sich zu angebunden gefühlt hat, wo man sich zu wenig bewegen konnte. Das ist das Gleiche, was hier noch, was hier ist. Das Gleiche eigentlich nochmal ausgedrückt. Dieses, ich bin irgendwie in meiner Komfortzone, ich bin in einem bestimmten Bereich und da zeigt sich was im Leben, das ist aber irgendwie anders und das kann ich aber überhaupt nicht richtig verschalten und da komme ich auch nicht hinterher und das überfordert mich. Und hier haben wir den geplatzten Knoten und mit den Mäusen geht der Anker, der sich rigide an irgendeiner Stelle befindet und eine Zeit lang überhaupt nicht wusste, wie er weiterkommen soll, geht dieses zu krasse an dieser Stelle verankert sein, geht es in den Verlust. Das löst sich auf. Ja? Hier haben wir in beiden Karten, beiden Kombination hier eigentlich haben wir diesen geplatzten Knoten liegen. Da hat sich was geändert. Dann kommen wir in die 10 der Kelche, die 9 der Stäbe und die Mäßigung in der, auf der, in der Ebene die potenzielle Entwicklung der Woche. Die 10 der Kelche ist, ich habe da einen Frieden, der sich eingestellt hat. Ist auch das Gefühl, ein bisschen durchatmen zu können. Ne, hier haben wir die Sterne für Klarheit. Und dann kamen 2 Karten. Einmal das Buch für was Verborgenes, Kapitel, was ich öffnen möchte, ein neues, ein altes, was ich schließen möchte oder auch mal wissen. Und die Eulen für Lebendigkeit. Auch mal für Stress. Wir gucken mal.
die Klarheit, die kommt durch diesen Knoten, der geplatzt ist und die hier auch, wo ich gesagt habe, dass aber auch die Ruhe in der Beziehung, die beenden irgendwie eine stressreiche Phase. Ne, hier ist es ja auch so, man weiß jetzt, wie es weitergeht, besser, man hat mehr einen Plan. Und hier wird das Buch einer sehr stressreichen Phase zugeschlagen. So, also, so zeigt sich das vor meinem inneren Auge. Und es wird was mit einer Beziehung zu tun haben. Die Zehn der Kelche sind eine vom Prinzip her sehr erfüllte Beziehung. Zu deinem Kind kann das sein, zu einem Gegenüber kann das sein, zu einem Hund, einem Meerschweinchen, zur Arbeitsstelle. Und zu deinem Chef, das kann alles Mögliche sein. Da gucke mal, was das für dich dann letztendlich ist. Die Neun der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass die Neun der Stäbe, das ist ja so ein sich schützen. Ne? Das sich schützen sieht man jetzt hier nicht so doll. In diesem Tarotdeck sieht man, kommt das nicht so doll durch. Da sieht man nur, dass man irgendwie verletzt ist. Aber an sich ist das auch ein, ich ziehe Mauern hoch ein bisschen und gucke, dass ich nicht nochmal verletzt werde. Es ist für mich was hier gehen kann, sich auflösen kann. Hier haben wir den Reiter für in die Dynamik kommen. Und dann haben wir die Fische für Gefühle, stehen die, aber auch mal für eine Person, die einem wichtig ist, die kann da auch mal hinterstehen. Ja, es ist ein Weitergehen im Fließen der Gefühle, nicht im Zumachen, ne, sondern im Gefühle fließen lassen. Die Mäßigung. Mit der Mäßigung hat man das Gefühl, wieder Fuß gefasst zu haben. Man hatte, glaube ich, mal das Gefühl, das war hier oben her, nicht so richtig Fuß gefasst zu haben, überfordert zu sein. Und mit der Mäßigung hat man die Dinge irgendwie wieder in der Hand. Ne? Und jetzt nicht irgendwie eine komische Kontrolle, sondern so ein ganz gesundes Gefühl, den Dingen auch gewachsen zu sein. So, das war einmal mein Sohn. Zum Abschluss nochmal, aber jetzt geht's weiter. Also, ne, letztendlich sind wir auch schon fast am Ende mit der Mäßigung, dieses Gefühl, wieder Fuß gefasst zu haben, den Dingen gewachsen zu sein. Ich ziehe eine Karte für dich jetzt noch, für diesen Prozess, aus dem Aspekte-Kartenset. Welcher Persönlichkeitsaspekt ist jetzt für dich wichtig? Welcher trägt dich durch? Welcher hilft dir durch diesen Prozess? Und da haben wir die Vitalität, die Lebendigkeit. Und, weil ich so gerne mag, das Deck, auch noch eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Die werde ich auch nur vorlesen und werde die auch wie diese Aspekte-Karte bei dir lassen. Du kannst gucken, ob die ganze Karte zu dir spricht oder ob das vielleicht nur ein bestimmter Satz ist oder so, der für dich was ist. Mein inneres Kind glaubt. Der Glaube versetzt Berge. Ich alleine bin für meine Lebenssituation verantwortlich und mit Überzeugung schaffe ich alles. Was ich nicht glauben kann, wird auch nicht möglich sein. Nichts ist unmöglich, wenn ich darauf vertraue und die Gewissheit habe, dass es eintreffen wird. Glaubenssätze, die mich schwächen, lasse ich jetzt los und mache Platz für das Vertrauen in meine Ziele. Ich erinnere mich an mein inneres Kind und weiß, dass ich alles schaffen kann. Ja, meine Lieben, und damit belasse ich das. Freue mich wie immer sehr, dass ihr da wart und freue mich sehr, wenn wir uns in einer meiner nächsten Legungen wiedersehen. Also, dann alles Liebe, alles Gute für die Woche und bis dann.